Hallo, grüß dich. Du möchtest mit der Neugeborenenfotografie starten. Ich sage dir heute 10 Tipps oder gebe dir 10 Tipps weiter, an was du denken solltest, wenn du mit der Neugeborenenfotografie beginnst. Ich bin die Caroline Grill von Caroline Grill Fotografie und mehr gibt's nach dem Intro. Ich habe für dich, beziehungsweise die Daniela hat schon einiges hergerichtet, um dir einfach zu zeigen, mit was habe ich in der Neugeborenenfotografie begonnen. Und wir gehen jetzt einfach einmal Punkt für Punkt alles durch, damit ihr so ein bisschen eine Ahnung habt. Ganz unten wird die Daniela dann einfach eine Timeline machen, da könnt ihr das auch separat euch dann auch für später nochmal anschauen. Ja, das Wichtigste ist natürlich die Kamera. Du brauchst eine Kamera, um in der Neugeborenenfotografie zu starten. Welche Objektive verwende ich jetzt spezifisch für die Neugeborenen? Ich habe das jetzt einmal das 55mm Objektiv drauf. Bei mir, ich habe alles offenblendige Objektive und das ist so einfach mein Bildstil und das ist mir auch wichtig. Das Standardobjektiv ist bei mir sicher das 55mm Objektiv, aber ich würde dir auch als Tipp weitergeben, 35mm ist auch wirklich super, ein Allround-Objektiv. Was ich dazu noch verwende, ist einfach das Makroobjektiv, damit ich dann einfach die Lippen oder die Wimpern oder einfach die Hände, die Füßchen dann einfach noch ganz klar und ganz genau vergrößert aufnehmen kann, verwende ich eben das Makroobjektiv. Zusätzlich habe ich noch das 24mm, aber das würde zum Beispiel, wenn du das 35mm hast, würde ich mir sicher kein 24mm zulegen. Also 35mm wäre jetzt so mein Tipp. Das 24mm habe ich deswegen, weil ich halt auch die Hochzeiten fotografiere und das ist ein typisches Reportageobjektiv. Also wie gesagt, die sind alle offenblendig. Aber Grundausstattung wäre für mich auf alle Fälle, also beim Sony ist es jetzt das 90mm, Canon und Nikon hat eben das 100mm, das Makro und als Standard das 55mm oder eben auch das 35mm. Also mit dieser Ausrüstung fotografiere ich, mache die meisten Fotos in der Neugeborenenfotografie. Was gibt es sonst noch? Gerade bei den Neugeborenen ist es wichtig, dass man auch auf die Temperaturen schaut, also dass es auch warm ist. Hier habe ich da einen Ventilator, kann verschiedene Temperaturen einschalten. Und also das wäre eben schon der Punkt 2. Ich habe meistens auch den Ventilator eingeschalten, schon allein wegen den Geräuschen, weil sie das einfach lieben, wenn sich da was tut, also auch zu Hause, Staubsauger und so weiter, das lieben die Babys, das schlafen super. Deswegen habe ich nicht nur für die Wärme, sondern auch wegen dieser Geräuschkulisse diesen Ventilator eingeschalten. Wenn Untergrund, was kann man da verwenden in der Neugeborenenfotografie? Bei mir, ich mache da helle Fotos, mir gefallen diese hellen Fotos. Also auch hier wieder kann man sich spielen mit den verschiedenen Decken. Also das wäre dann schon Punkt 3. Wenn ihr irgendwo einkaufen geht, haltet einfach die Augen offen, schaut einmal, was gibt es da für verschiedene Materialien. Da gibt es was Gestricktes, was fein gestricktes, was grob gestricktes. Also da gibt es ganz viel. Achtet da auch wirklich auf die Farben. Was möchtet ihr, was für einen Bildstil möchtet ihr dann später einmal haben? Und da schaut halt dann auch wirklich auf die Farben. Ich habe da jetzt einfach diese helle Decke einmal, ihr seht hier auch diese Struktur, also ich schaue auch immer, dass es immer coole Strukturen eben dafür gibt. Ja, dann sind wir schon bei den Körben. Ich fotografiere die Babys sehr gern irgendwo in einer Schale oder irgendwo in einem Korb. Das ist aber nicht zwingend notwendig, also man kann auch anders beginnen in einer Neugeborenenfotografie. Das wäre jetzt eigentlich schon Punkt 4. Und ein Tipp von mir, es würde zum Beispiel auch in einen Stillkissen gehen, also wenn man da eine Decke drüber schmeißt, dann kann man das wirklich schon super verwenden, wenn man am Anfang noch keine Körbe hat.
Vor allem, wenn man irgendwo bei den Eltern zu Hause fotografiert und kein eigenes Studio hat, ist es so, dass man, dass fast jeder ein Stillkissen hat und dann kann man das super verwenden. Hier habe ich da zum Beispiel auch verschiedene Körbe. Es gibt ja dann auch noch so Schalen aus Holz. Also kommt immer darauf an, was ihr gerne habt. Und da sind wir dann auch schon bei dem nächsten Punkt, also Punkt 5. Wie groß sollte jetzt der Korb, wie groß sollte die Schale sein? Ich habe damals gelernt, es soll einfach eine Armlänge sein. Und so bin ich auch immer einkaufen gegangen. Also wenn meine Hand da reingepasst hat, dann ist es groß genug für das Neugeborenen-Shooting und das hat auch immer gepasst. Ja, wenn es jetzt ein bisschen schmäler ist, ist es egal, aber einfach von der Länge her einfach eine Armlänge habe ich verwendet. Ja, was braucht man noch in der Neugeborenen-Fotografie? Da sind wir dann schon bei Punkt 6. Ich habe da ganz viele Handtücher mir zugelegt, weil man halt auch immer, wenn das Baby dann irgendwie seitlich liegt und man möchte es irgendwie ein bisschen umpositionieren, habe ich da ganz viele Handtücher, wo ich dann einfach unten alles auspolstere, das wickle ich dann zusammen und kann das dann unten reingeben. Oder mehrere, dass man dann einfach eine andere Höhe hat, dass das Baby einfach ein bisschen anders liegt, das wird euch wirklich helfen. Genau, also einfach, wenn es irgendwo mehrere Handtücher gibt, so kleine Handtücher für eigentlich Einweghandtücher, sagen wir mal so, dann könnt ihr diese verwenden. Ja. Ringana-Partner wissen, was ich meine, da kriegt man ganz viele Seifen in diesen Handtüchern eingepackt und die kannst du natürlich auch verwenden, also für alle, die Ringana kennen. Ja, ich wickle immer die Babys in Tücher ein, das sind meistens so Stretch-Tücher. Diese bekommt man in einem Newborn-Shop, das ist schon Punkt 7. Und ich habe anfangs sehr wohl auch in diesen Newborn-Props-Shops geschaut, habe auch dort eingekauft, habe aber dann oft Tücher bekommen, mit denen ich nicht so viel anfangen habe können, weil die haben sich da irgendwie nicht stretchen lassen. So bin ich dann einfach in andere Geschäfte gegangen, habe einfach die Augen offen gehalten und bin dann drauf gekommen, es gibt immer wieder so Loops, die da so stretchy sind und die habe ich dann einfach auseinandergeschnitten. Das heißt, seid ein bisschen kreativ, geht mit offenen Augen durch die Gegend und vielleicht findet ihr auch solche Tücher, die ihr dann auch anderwertig verwenden könnt. Da gibt es verschiedene Farben, also das ist jetzt einmal so mein Tipp. Was ich bei den Newborns immer verwende, ich schaue, dass ich jetzt dieses Mindset eher neutral halte, also ich versuche mit verschiedenen Materialien zu arbeiten, aber jetzt nicht von den Farben eine große Mixtur zu machen. Das heißt, es ist eher eine Farbe mit verschiedenen Untergründen und da hat man dann auch noch die Möglichkeit, Punkt 8, mit Props zu arbeiten, also ebenso Dekos, die was man einfach dazulegen kann. Die Baby können sich dann irgendwie können diesen Teddybären halten oder ebenso ein Herz. Also diese Sachen auch hier einfach in den Dekoläden ein bisschen schauen, was gibt's da und schaut auch drauf, dass es nicht zu groß ist. Nicht, dass diese Props viel größer sind als der Kopf des Babys. Das würde halt einfach im Verhältnis nicht gut ausschauen. Also auch hier schaut drauf, dass sie eher klein gehalten sind. Was ich zum Beispiel mache, wenn die Eltern irgendeinen Teddybären mitnehmen, dann ist der Teddybär sehr oft viel zu groß. Den fotografiere ich dann einfach separat und gebe ihn dann einfach in die Collage mit dazu. So wirkt dieser Teddybär dann auch viel kleiner und passt halt auch ganz gut dazu. Also da ein bisschen achten. Ja, jetzt haben wir schon ziemlich viel durchgemacht. Von den Fellen her, also von den Materialien, das wäre jetzt auch schon Punkt 9. Passt so auf, also ich habe da zum Beispiel ein Fell, das was ein Naturfell ist, aber die Babys sind total sensibel, was Materialien betrifft. Das heißt, wenn es dem einen Baby taugt, kann es sein, dass es dem anderen Baby überhaupt nicht gefällt. Seid da ein bisschen sensibel beim Fotoshooting, wenn das Baby nicht genau liegen möchte, dann kann es wirklich sein, dass es der Untergrund, dass es das Material oder dieses Fell überhaupt nicht mag.
Das muss nicht damit zu tun haben, dass es jetzt ein Kunstfell ist oder ein Naturfell, sondern sie sind einfach sensibel den verschiedenen Materialien. Ob es ihnen kitzelt oder ob es irgendwie zu rau ist, also da passt ein bisschen auf. Ich merke immer ganz genau, wenn ein Baby das nicht, wenn es dem nicht gefällt, dann habe ich meistens einen zweiten Korb oder eine zweite Schale, die ich schon hergerichtet habe und versuche dann einfach mit einem anderen Material weiterzuarbeiten und es funktioniert auch immer recht gut. Ja, jetzt sind wir schon fast am Schluss, aber was wirklich sehr wichtig ist und das würde ich schon fast zu Punkt 1 oder Punkt 2 geben, ist eben das Licht. Also Punkt 10 ist jetzt eben das Licht. Passt so auf, dass ihr einen hellen Raum habt, wo ihr fotografiert. Wenn ihr nach Hause fährt zu einer Familie, dann fragt sie im Vorhinein auch nach, wie hell ist der Raum, ist Platz bei dem Fenster, dann kann man beim Fenster irgendwas hinstellen. Man kann hier zum Beispiel dann mit dem Stillkissen arbeiten und es dort hinstellen. Also Licht ist echt total wichtig und hier halt auch aufpassen. Also wenn ihr keinen Vorhang vorhabt, dann habt ihr eher härteres Licht. Es entstehen ganz andere Fotos, als wenn ihr einen ganz zarten, hellen, lichtdurchlässigen Vorhang habt. Dann entsteht komplett sanftes Licht und es entstehen natürlich auch dann sanfte Fotos. Aber ich mache beides gerne, das heißt, ich mache absichtlich oft den Vorhang auf, schaue, dass es eher das Nordlicht ist, das heißt, wenn der Raum in den Norden steht, dass nur das Licht reinkommt und nicht die Sonne reinblendet, dann sind eher härtere Lichter, was total schön sein kann. Oder eben, wenn ich sanft haben möchte, Vorhang zu und es ist trotzdem hell. Aber das ist sehr wichtig, weil oft weiß man nicht, wohin man kommt. Das heißt, man muss das wirklich im Vorhinein bei dem Kunden, bei den Eltern nachfragen, damit man dann auch diesbezüglich ausgerüstet ist. Bei mir ist es so, ich habe ein eigenes Atelier, ich kenne mein Licht sehr gut hier, aber ich habe sehr wohl auch jetzt im Winter, wenn es zu dunkel ist, wenn es da auch dann noch regnet oder schneit, habe ich noch ein separates Licht, das was ich anschalte und ich weiß dann aber auch, wie ich mit diesem Licht arbeite. Also probiert auch das aus, damit ihr wisst, wie das funktioniert mit diesem Licht. Ja, jetzt habe ich euch 10 Tipps genannt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, ein bisschen eine Inspiration zu finden für alle, die komplett neu starten. Alles Gute für euch. Probiert es aus. Es wird euch nur helfen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Für dies könnt ihr das Abo lösen hier auf YouTube. Das ist übrigens gratis. Einfach auf Abo klicken, da seht ihr dann das nächste Mal, wenn ein neues Video von mir reinkommt. Und da gibt es dann noch eine Glocke. Da kriegt ihr dann auch eine Mitteilung, dass ein neues Video online gegangen ist. Ich freue mich über jedes Like. So weiß ich, dass ich euch helfen konnte. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in den Kommentaren. Wir antworten natürlich gerne und sonst sehen wir uns das nächste Mal. Ich freue mich. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ich habe was vergessen. Jetzt haben wir 10 Punkte genannt. Ich habe so viel gesprochen und habe jetzt gar nicht an den Untergrund erinnert. Ich habe ganz am Anfang immer diese Tapeten genommen. Die sind nicht nur für die Wand, sondern die habe ich einfach auf den Boden hingeklebt. Einfach mit einem dicken Tixo-Streifen. Das war mein Untergrund für die Neugeborenenfotografie. Da gibt es wirklich ganz tolle Tapeten. Also das möchte ich natürlich unbedingt noch erwähnen, dass ihr an das auch denkt. Also dass diese Tapeten eben nicht nur für die Mauer ist, sondern halt eben, die kann man auch super für den Boden verwenden. Schaut, wie ihr diese Materialien haben wollt, ob ihr eher was Neutrales haben wollt. Mir hat am Anfang immer sehr gut dieses Holz gefallen und deswegen habe ich halt auch mehrere Holzmaterialien. Aber es gibt natürlich von bis, also schaut da mal rein. Das ist noch ein Zusatztipp, ein Zusatzbonus für euch. Alles Liebe, ciao!